Tim Stützel ist zurück auf Mannheimer Eis. Wenn auch nur für diesen Sommer. Denn der Stürmer nutzt die wärmste Zeit des Jahres, um sich in seiner Wahlheimat auf die nächste NHL-Saison vorzubereiten. Ich bin froh, die Jungs wieder alle zu sehen. Wir haben viel Spaß zusammen und ja, von daher bin ich einfach froh, dass sie mir die Möglichkeit bieten, hier zu sein. Hinter Stützle liegen turbulente Monate. Im vergangenen Oktober wurde der Adlerspieler in der Talentziehung der NHL, dem sogenannten Draft, von den Ottawa Senators bereits an dritter Stelle ausgewählt. Anfang des Jahres gab er dort sein Debüt und war mit 12 Toren und 17 Vorlagen einer der offensivstärksten Akteure seines Teams. Stützle war das aber nur der erste Schritt. Es kann immer besser sein, aber fürs erste Jahr kann man eigentlich, denke ich, ja, ganz zufrieden sein. Aber ja, wie gesagt, ich will immer besser werden und hoffe, dass ich nächstes Jahr noch mehr anknüpfen kann dort. Zum Eishockey ist er über seinen Vater gekommen. Bereits in jungen Jahren schnürte Stützle schon seine Schlittschuhe in Krefeld. Sein Talent fiel schnell auf. Der nächste Schritt war 2017 der Wechsel zu den Jungadlern. Nach zwei Meistertiteln dort machte das Supertalent bereits mit 17 Jahren sein erstes Spiel für die Mannheimer Profimannschaft. Die größten Förderer bei all dem? Seine Eltern. Ohne meine Eltern wäre ich natürlich auch nicht da, wo ich heute bin. Die haben mich von Tag 1 immer unterstützt, wollten immer nur das Beste für mich, haben mir immer Rat beigesprochen, was am besten für mich ist. Haben auch sehr viel Wert auf die Schule gelegt, was, denke ich, mir auch gut weitergeholfen hat, dass ich mein Fachabitur bestanden habe. Ohne die wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und denen, denke ich, habe ich am meisten zu verdanken für alles. In Mannheim lebte er dann ab 2019 alleine. Anlaufstelle damals wie heute ist sein Stammitaliener Giovanni in der Mannheimer Augusta-Anlage. Gutes Essen lässt sich Stützle bei seinem diesjährigen Aufenthalt in Mannheim genauso wenig entgehen wie das Golfspiel mit seinen ehemaligen Mannschaftskameraden David Wolf oder Matthias Blachter. Also wir haben super viel Spaß beim Golfen. Schade jetzt mit Wolfi wegen seiner Hand, dass er jetzt nicht golfen kann. Da haben wir immer drüber geredet, wenn wir gefacetimed haben, wo ich in Ottawa war, wie sehr wir uns auf die Saison im Sommer freuen zu golfen. Aber wir haben viel Spaß mit Plachti, Marc Michaelis, der jetzt auch in Deutschland ist, und haben jetzt auch ein Golfturnier mitgespielt für einen guten Zweck, und es hat super viel Spaß gemacht. Wer hat die besseren Skills auf dem Golfplatz? Ich denke, dass der Plachti schon der Beste ist von uns. Ich habe ja erst letzten Sommer angefangen, der Plachti spielt schon, seitdem er klein ist. Also Plachti ist schon vorne mit dabei. Doch was zählt, ist auf dem Eis, und da will der lebensfrohe Jungster in der kommenden Saison weiter voll angreifen. Erfolg und Ehrgeiz bringen aber immer auch Erwartungen und Druck mit sich. Vergleiche mit dem deutschen Eishockey-Superstar Leon Dreiseitel ehrenstützte zwar, doch er will seinen eigenen Weg gehen. Bei den Jungadlern bin ich gewohnt, unter Druck zu spielen, jedes Jahr im Finale zu stehen und da dann auch die Erwartung zu haben, immer abzuliefern, jedes Spiel, und ja, dann auch versuchen zu gewinnen. Ich denke, ich kann nicht gut verlieren, deswegen ich bin so ehrgeizig, dass ich immer gewinnen will, und das hat mir immer viel geholfen, mit dem Druck auch dann zu spielen. Und ja, auch so mache ich mir selber viel Druck, aber ich denke, dass ich damit sehr gut umgehen kann. Momentan steht ohnehin erstmal Spaß und eine optimale Vorbereitung in Mannheim im Vordergrund, ehe es im September wieder zurück nach Kanada geht, wo Stützle weiter durchstarten möchte.